So, herzlich willkommen zum vierten Teil der Besprechung von Blatt 14 für die Höhmer 1. Wir waren stehen geblieben bei Aufgabe 5b1, wo wir uns angeguckt haben, für welche x aus r diese Reihe konvergent ist. Und genau das gleiche machen wir jetzt nochmal in 5b2 für die da angegebene Reihe. Und das wird im Prinzip analog laufen zu dem, was wir gerade gemacht haben. Nur halt mit einer anderen Folge. Wir haben jetzt in diesem Fall die Summe von n gleich 0 bis unendlich gegeben über 2 hoch n mal n plus 3 durch n Quadrat plus 1. Plus 3. Und das Ganze mal x hoch n. Und gefragt ist wieder, für welche x aus r konvergiert die Reihe. Das heißt, wir machen das ähnlich wie gerade, wir wenden auf dieses ganze Ding hier das Quotientenkriterium an und gucken uns dann an, was passiert. Also Quotientenkriterium. Der Betrag dieses ans hier, also an plus 1 durch an im Betrag. Den Betrag können wir jetzt wieder weglassen, weil das ist alles positiv. Nur beim x, da müssen wir den Betrag setzen. So, 2n plus 1, 2 hoch n plus 1, so, das ist n plus 1, was wir jetzt machen. Mal n plus 4 durch n Quadrat, n plus 1 Quadrat plus 3 mal Betrag x hoch n plus 1. Und jetzt mal den Kehrwert davon. Also mal, so was bleibt jetzt stehen, einmal das n Quadrat plus 3. Dann kommt hier unten das n plus 3 hin. Mal das 2 hoch n, weil das 2 hoch n gehört ja quasi zum Zähler. Und dann mal x, Betrag x hoch minus n, ne, weil wir den Kehrwert gebildet haben. Jetzt kürze ich das also wieder insofern genau raus, als dass hier ein Betrag x stehen bleibt. Jetzt müssen wir im Prinzip nur geeignet kürzen. So, was sehen wir sofort? Okay, 2 hoch n geht raus und dafür bleibt hier oben nur eine 2 stehen. So, das ist auch erstmal so das Einzige, was wir wirklich sicher kürzen können. Was wir auch noch sicher kürzen können, ist, dass hier das Betrag x hoch n minus 1 sich mit dem Betrag x hoch n plus 1 kürzt. Das heißt, was bleibt stehen, wenn wir das machen? 2 hoch n plus 1, gekürzt mit 2 ist 2, weil mit 2 hoch n ist 2. Hier bleibt stehen das mal n plus 4, dann das mal n Quadrat plus 3, geteilt durch, ja, was bleibt hier unten jetzt stehen? Das 2 hoch n ist weg. N plus 3 mal diese Summe n Quadrat plus 1 plus 3. Also nee, n plus 1 Quadrat, nicht n Quadrat plus 1 Quadrat. Das ist völlig Quatsch. Also das hier in Klammern mal das n plus 3. Mal Betrag x. So, wenn wir jetzt hier alle Klammern auflösen würden, dann passiert im Prinzip Folgendes. Das höchste der Gefühle, was wir bekommen, ist ein n hoch 3. Und zwar in beiden. Also hier wird im Prinzip ja ein n Quadrat raus. Wenn ich das hiermit verarbeite, dann wird hier im Prinzip ein Polynom n hoch 3 durch ein Polynom n hoch 3. Das heißt, wenn ich n hoch 3 in beiden, also sowohl in Zähler als in Nenner ausklammer, dann bleibt im Prinzip nur noch diese Leitkoeffizienten stehen, die davor stehen, also 2 mal n hoch 3 und 1 mal n hoch 3. Der Rest wird dann eine Nullfolge, das kann man dann relativ leicht nachrechnen. Und das heißt, das Ganze konvergiert gegen 2 mal, ne, die 2, die hier stehen bleibt, den Betrag von x. Und damit das kleiner als 1 ist, also das soll kleiner als 1 sein. Ich glaube, das ist auch bei der letzten Aufgabe, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, nicht so toll rübergekommen, warum wir hier direkt sichere Konvergenz für Betrag x gleich kleiner 1 haben. Aber das hier, das soll ja sein kleiner als 1. Und das ist genau dann der Fall, wenn das Betrag x eben kleiner als 1 ist. Das ist einfach die Anwendung des Quotientenkriteriums. Das heißt, hier soll das kleiner als 1 sein und das heißt, Betrag x ist kleiner 1/2. Und da konvergiert es sicher. Also sichere Konvergenz. So. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert in den Randpunkten?
Ups, nee, das passiert doch nicht. Na. So, in den Randpunkten heißt jetzt für x gleich 1/2 und für x gleich minus 1/2. Also Randpunkte. X gleich minus 1/2, machen wir es jetzt mal direkt richtig rum, und x gleich 1/2. So, wie sieht das für x gleich minus 1/2 aus? Dann sieht diese Reihe ja gerade folgendermaßen aus. Summe n gleich 0 bis unendlich. Jetzt kommt da vorne eine minus 1 hoch n rein. Und das Ganze dann mal n plus 3 durch n Quadrat plus 3. So, das ist alternierend wieder. Das hier ist eine Nullfolge, weil wenn ich das n Quadrat ausklammer, dann läuft das Ding gegen 0. Und es ist monoton fallend, also monoton fallend wieder analog, ne? Also Nullfolge ist klar. Daraus folgt dann mit dem Leibniz-Kriterium wieder die Konvergenz für x gleich minus 1. Also konvergent in x gleich minus 1/2. So, gucken wir uns jetzt x gleich 1/2 an. Also hier quasi so den kleinen Trennstrich ziehen. Für x gleich 1/2 hat die Reihe jetzt ja die Form n gleich 0 bis unendlich, n plus 3 durch n Quadrat plus 3. Und das können wir aber abschätzen gegen die Reihe über 1 durch n. Wenn man diese Ungleichung hier nachrechnet, dann wird man relativ schnell halt auf eine Polynomgleichung stoßen, Ungleichung stoßen, und die wird für alle n aus n erfüllt. Das heißt, das funktioniert tatsächlich. Das heißt, harmonische Reihe ist wieder eine divergente Minorante. Und dann folgt nach dem Minorantenkriterium auch die Divergenz der Reihe für x gleich 1/2. Also Divergenz in x gleich 1/2. So, wenn wir das jetzt wieder zusammenfassen, folgt also, die Reihe konvergiert für x aus. So, minus 1/2 bis 1/2 ist klar. Diesmal gehört die minus 1/2 noch mit dazu, aber dafür die 1/2 nicht. Aber auch da kriegen wir halt wieder dieses Konvergenzintervall raus. Gut, das wäre Aufgabe 5. Ich hoffe, das Prinzip, was dahinter steckt, ist soweit klar geworden, dass dieses Leibniz-Kriterium halt wirklich eine relativ mächtige Geschichte ist, wenn man die richtig anwendet. Und dementsprechend können wir uns jetzt Aufgabe 6 zuwenden. Da machen wir nur 5 Stück von, also 5 sehr wichtige Stück von. Einfach, damit es ein bisschen schneller geht, weil sonst ist die Aufgabe, glaube ich, wirklich sehr, sehr ermüdend. Und zwar Aufgabe 1. Also die Aufgabe ist folgende. Wir sollen jeweils zwei Funktionen aus den gegebenen 8 Funktionen auswählen, sodass die Grenzwerte, die da stehen, also einmal der Grenzwert des Quotienten und gleichzeitig der Grenzwert der Differenz, genau die Werte annimmt, die da reingegeben werden, also die da die angegeben sind. So, und beim ersten sollen wir halt den Grenzwert, also a ist immer der Grenzwert für x gegen unendlich über f von x durch g von x, und b ist der Grenzwert x gegen unendlich f von x minus g von x. Wir sehen jetzt in der Aufgabe mal großzügig darüber hinweg, dass a gleich unendlich und b gleich unendlich eigentlich gar nicht zutreffend sind, weil dann die Limiten ja gerade nicht existieren und entsprechend auch gar nicht definiert sind. Aber es geht halt darum, die Funktionen so zu wählen, dass es halt hinkommt, und die Aufgabe ist halt so am platzsparendsten gestellt. Also in der ersten Aufgabe soll a gleich 0 sein und gleichzeitig b gleich 0 sein. Ja, das erreichen wir durch die Wahl von f8 und f7. Weil dann gilt, 1 durch x² durch 1 durch x ist 1 durch x, geht gegen 0 für x gegen unendlich.
Und gleichzeitig gilt 1 durch x² minus 1 durch x ist 1 minus x durch x² geht gegen 0 für x gegen unendlich. Also im Wesentlichen ging es in der Aufgabe darum, halt geschickt die Funktionen zu kombinieren, die man für erfolgsversprechend hält und halt einmal zu gucken, ob das passt, was man sich da überlegt hat. Ich glaube, ich kürze das auch noch weiter. Ich mache nur drei davon, weil die Funktionen sind halt in der Lösung angegeben und die Grenzwerte kann dann jeder einmal selber nachrechnen. Ich glaube, da ist dann nichts verloren und wir können uns noch für die wichtigere Funktion, für die wichtigeren Sachen quasi aufsparen. So, hier ist a gleich 0 gefordert und b gleich 1. Und hier tut es die Wahl von f7 und f2. Dann kriegen wir nämlich 1 durch x durch minus 1 ist minus 1 durch x. Und das geht gegen 0, wenn x gegen unendlich geht. Und gleichzeitig haben wir 1 durch x minus minus 1 gleich 1 durch x plus 1. Ja, und das geht gegen 1, wenn x gegen unendlich geht. Also es ist nicht die schwierigste Aufgabe gewesen auf dem Blatt. So, dann machen wir noch beispielhaft einmal die achte, und dann sollte das eigentlich auch vom Prinzip her klar sein, da soll a jetzt unendlich sein und gleichzeitig b gleich 1. Und bei der achten tut es die Wahl von f1 und f7, denn dann kriegen wir raus, 1 durch x ist gerade x, geht gegen unendlich für x gegen unendlich. Und gleichzeitig ist 1 minus 1 durch x gegen 1 konvergent, wenn x gegen unendlich geht. Und auf die Art und Weise, da baut man sich auch die anderen Grenzwerte zusammen, aber das ist auch fürs Vorstellen recht uninteressant. Wie gesagt, die Funktionenkombinationen sind in der Lösung drin. Nachrechnen kann das dann jeder selber. Sollte das auch jeder selber tun. Wichtiger ist da Aufgabe 7. Da ging es nämlich nochmal um ein paar Grenzwerte, falls denn existent. Und wir fangen da an mit der ersten, das ist der Limes über 2x² plus den Sinus x durch 3 minus x². Und hier hilft uns noch der alte Schultrick, nämlich das, die schnellst wachsende Potenz ausklammern, das ist in diesem Fall das x². Wenn wir das tun, dann landen wir bei 2 plus Sinus x durch x² und das Ganze geteilt durch 3 durch x² minus 1. Das hier läuft gegen 0, das hier läuft gegen 0 und insgesamt läuft das gegen minus 2. Das funktioniert also relativ gut, das war jetzt gerade mit Sicherheit übersteuert, aber das ist ja relativ egal. Das funktioniert auch bei solchen gebauten Grenzwerten eigentlich relativ zuverlässig, immer mal zu versuchen, das am schnellsten Wachsende auszuklammern. Der Sinus macht uns hier überhaupt keine Probleme, weil der ist ja beschränkt, der kann also nicht wirklich viel tun. Deswegen funktioniert das hier ganz gut. Ähnliche Argumentation läuft gleich bei b. Und zwar haben wir den Limes von x gegen 0 plus, also vom Positiven kommt, über die Wurzel x mal den Cosinus von 1 durch x. Und das machen wir jetzt folgendermaßen. Wir nutzen auch hier wieder aus, dass der Cosinus beschränkt ist. Also wir nutzen aus, Betrag des Cosinus 1 durch x kleiner gleich 1. Und damit kriegen wir dann weiterhin Betrag Wurzel x mal Cosinus 1 durch x kleiner gleich Wurzel x. Ja, und damit dominiert quasi Wurzel x über den Cosinus bei der Annäherung an die 0. Also ist dieser Grenzwert hier oben, Limes x gegen 0 plus Wurzel x Cosinus 1 durch x, ja nichts anderes als 0. Mit anderen Worten, diese Funktion ist rechtsseitig stetig in der 0, weil genau dieser Grenzwert existiert. Wenn man das gleiche jetzt noch für die andere Seite nachweisen kann, dann ist sie stetig. Ich habe aber keine Ahnung, ob das jetzt gerade gilt. Ich habe es nämlich nie nachgerechnet. Dritter Grenzwert, und das ist jetzt auch so mit der von der Rechnung her ekligste, weil einfach langwierigste, aber da passiert im Prinzip nur ein Standardtrick, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Und ich schreibe jetzt auf erstmal den Limes, aber danach betrachten wir erstmal das, was im Limes drin steht, gesondert. Einfach damit es von der Schreibarbeit her ganz gut aufgeht. Und zwar ist das dieses schöne Teil. Ja. Und davon soll der Grenzwert bestimmt werden. So. Und hier hilft nur ein Trick. Wenn man den kennt, ist gut. Wenn nicht, dann
sitzt man da länger dran. Man identifiziert das Ding hier mit einem A und das hier mit einem B und dann erweitert man das so, dass die dritte binomische Formel entsteht. Also x mal Wurzel x Quadrat plus 1 minus Wurzel x Quadrat minus 1. Erweitere ich jetzt so, dass da eine binomische Formel draus wird. Das heißt, ich habe hier im Prinzip mein a minus b und das muss ich jetzt erweitern mit a plus b. Das muss jetzt hier unten nochmal drauf. Ja, und das müssen wir jetzt im Prinzip weiter vereinfachen. Die binomische Formel ist einfach a Quadrat mal b minus b Quadrat. Das heißt, das hier ins Quadrat ist x Quadrat plus 1 minus das b Quadrat, also minus x Quadrat minus 1. Und dann geteilt durch das untere. Und das wollen wir jetzt irgendwie mit dem x am besten verrechnen. Das heißt, wir klammern in den Wurzeln ein x Quadrat aus. Dann erhalten wir nämlich sowas. Da das x jetzt gegen unendlich gehen soll, stört es uns auch ausnahmsweise mal nicht, dass die Wurzel aus x Quadrat der Betrag von x ist, weil der für x gegen unendlich einfach völlig irrelevant ist. Das heißt, hier kriegen wir jetzt gleich ein x, hier kriegen wir jetzt gleich ein x und das kürzt sich dann genau hiermit weg. Das heißt, wir landen bei, so, was steht im Zähler? X Quadrat minus x Quadrat fällt weg, 1 minus minus 1 ist 2. Ja, was bleibt hier stehen? Die Summe der Wurzeln. Das heißt, hier bleibt stehen Wurzel 1 plus 1 durch x Quadrat plus Wurzel 1 minus 1 durch x Quadrat. Ja, und das können wir jetzt relativ gut ausrechnen, weil das hier läuft ja gegen 0. Das hier läuft ja gegen 0. Da die Wurzeln stetig sind, darf ich hier sogar mit dem Grenzwert reingehen. Muss es aber noch nicht mal tun, weil hierüber der gesamte Grenzwert ist einfach 1. Das heißt, das läuft tatsächlich gegen 2, wenn x gegen unendlich ist. Und damit ist der Grenzwert für x gegen unendlich über das, was da oben steht, was man hier jetzt nochmal sinnvoll einsetzen würde, was ich jetzt allerdings aus Platzgründen nicht tue, der ist einfach gegeben durch 2. Ach, Quatsch. Kleiner Fehler. Wir haben hier eine 1, wir haben hier eine 1, die addieren sich. Das heißt, hier kommt gefälligst eine 1 raus, weil 2 durch 2. Und dann ist der Grenzwert natürlich logischerweise die 1. So funktioniert es besser. Ist allerdings auch kein größeres Drama. Also das ist auch, wenn sowas in der Klausur passieren sollte, in der Regel nicht der Grund dafür, dass man Riesenpunktabzüge kriegt, aber es ist ein ärgerlicher Punkt, der dabei flöten geht. Also vielleicht lieber darauf achten, dass man den mitnimmt. So, kommen wir zur letzten Aufgabe, nämlich D. Das ist der Grenzwert über ein Polynom durch ein Polynom. Und zwar der Limes von x gegen 3 über x hoch 3 minus 2x Quadrat minus 2x minus 3 durch x Quadrat minus 9. Und normalerweise ist es bei sowas eigentlich gar kein Problem, diesen Wert einfach mal einzusetzen, aber wenn ich die 3 einsetze, kriege ich im Nenner gerade eine 0. Und das möchte ich halt irgendwie anders berechnen. So, und jetzt gibt es bei sowas halt ein Standardverfahren, das im Prinzip auch bekannt ist, aber eigentlich nur in einem anderen Kontext vorkommt, nämlich man polynomdividiert die beiden Dinger einfach. Weil hier unten muss ja nicht zwangsweise ein Linearfaktor stehen, sondern man kann auch das mit ganz normalen Polynomen machen. Das heißt, wir führen jetzt hier einfach eine schnöde Polynomdivision durch. Also x hoch 3 minus 2x Quadrat minus 2x minus 3 geteilt durch x Quadrat minus 9. Das läuft jetzt genau so ab, wie man es von der Polynomdivision kennt. Also x hoch 3 durch x Quadrat ist x minus x hoch 3. Jetzt aufpassen, minus 9x. Das heißt, das am besten hier untereinander schreiben. Dann landen wir bei minus 2x Quadrat plus 7x. Minus 2x Quadrat durch x ist minus 2. Und jetzt müssen wir es zurückrechnen. Also minus 2x Quadrat plus 18. Und die 18 am besten dann wieder hier hinten drunter. Das kürzt sich raus. Also 7x, was bleibt stehen? Minus 3, minus 18, minus 21. Ja, und das können wir nicht mehr dadurch teilen. Das heißt, hier kommt jetzt noch dran plus 7x minus 21 durch x Quadrat minus 9. Und das müssen wir jetzt noch ein bisschen vereinfachen.
Und hier unten steckt ja wieder die dritte binomische Formel drin. Und zwar steht die so drin, x minus 3 mal x plus 3. Und wenn ich hier oben eine 7 ausklammer, dann lande ich genau bei 7 mal x minus 3. Und die minus 3 kürzt sich raus. Das heißt, was stehen bleibt, ist x minus 2 plus 7 durch x plus 3. Naja, und das geht gegen 3 minus 2 plus 7 Sechstel gleich 13 Sechstel, wenn das x gegen 3 geht. Und das ist dann auch das Ergebnis dieses Grenzwerts hier oben. Also das kommt daher. Das heißt, Polynomdivision mal im Hinterkopf behalten, nicht nur für Nullstellensuche, sondern auch für solche Geschichten, falls man sowas drankommt. Das kann man da relativ gut mitmachen, da passiert halt nichts Neues. Ne? Genau, wenn ich das jetzt noch ganz streng zu Ende führen müsste, müsste ich das hier noch einmal damit durchmultiplizieren. Dann passiert hier unten aber nichts anderes, als dass einfach die Nullen rauskommt und das Ganze aufgeht. Aber so sieht es vielleicht netter aus oder abgeschlossener aus, als man das vielleicht andersrum sieht. Gut, ja, das war Blatt 14. Es war, wie gesagt, ein bisschen länger als gedacht, aber ich möchte die Folgen halt auch nicht zu lange werden lassen. Ich hoffe, das konnte ein bisschen helfen oder hat ein bisschen geholfen und ich denke mal, dass das in Bezug auf die Klausur auch noch mal ein bisschen zur Vorbereitung hilft, wenn man es mal einmal erklärt bekommt in ausführlicherer Form, als es da gedruckt ist. In diesem Sinne würde ich sagen, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Die Folgen erscheinen jetzt, oder sind jetzt sowieso schon erschienen, wenn ich das hier sage. Das heißt, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht oder ein bisschen Freude gemacht und vielleicht das ein oder andere erklärt, was vorher noch nicht ganz so klar war. In diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Video, egal welcher Art, und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage an dieser Stelle Tschüss.